Hi Leute, Jago hier mit einer weiteren Folge von Eterna Noctis. Wir haben es jetzt endlich geschafft, wir sind durch das Tutorial durch und können jetzt nach Osten reisen und dann wahrscheinlich die ersten paar Sachen freischalten. Mal abgesehen davon, dass wir den Dash ja schon freigeschalten haben, aber ich schätze, wir kriegen relativ bald die nächste Fähigkeit. Ich möchte mir gerne merken... Wow, die Karte ist echt dunkel. Die Karte ist echt dunkel. Ich sehe gar nichts hier drauf. Soll das so sein? Okay, ich möchte auf jeden Fall dann da hinten irgendwann nochmal, wo wir das Secret ja gefunden haben, nochmal das Secret dann auch abholen. Momentan haben wir halt keine Möglichkeit, die Sachen mitzunehmen. Deswegen, warte mal. Waren wir hier nicht schon? Ja, wir waren hier schon. Bin ich an den falschen Schrein teleportiert? Ans falsche Totem? Naja, selbst wenn, ist nicht so schlimm, dann kriegen wir noch ein bisschen XP, ein bisschen Geld. Wir haben ja zwischendurch auch was verloren. Als ich in der Tür gestorben bin. Au. Finde ich aber nicht cool, dass du mich jetzt schlägern tust, ne? Finde ich echt nicht cool, Alter. Ich sollte vielleicht nicht in die Mobs reinlaufen. Vielleicht hilft mir das beim Nicht-Sterben. Ich weiß es noch nicht, aber es könnte sein, dass ich dadurch seltener sterbe. Jetzt wieder das komische Lore-Ding. Was wir ja auch schon hatten. Hier ist noch ein Schlumpf. Ein lila Schlumpf. Okay. Ha! Hu! Ha! Hu! Ho! He! Ha! Okay, ist alles gut. Ha! Fähigkeitspunkt erlernt. Oder erhalten. Das skill ich jetzt noch nicht, weil der eine Punkt ist mir wurscht. Aber das würde auch erklären, warum ich auf der Karte nichts gesehen habe. Und da sehe ich genauso wenig. Liegt wahrscheinlich daran, dass das hier das Ödland ist. Oder vielleicht muss man noch eine richtige Karte finden. Oh, vielleicht ist es wie in Hollow Knight, dass man eine Karte finden muss, beziehungsweise den Kartograf. Und dann erst sieht man die Karte richtig. Das kann durchaus sein. Ich weiß noch nicht, was uns hier genau erwartet in diesem Spiel. Ich weiß nur, dass es sich bis jetzt sehr gut anfühlt. Es fühlt sich sehr Hollow Knight-ig an. So vom Kampfsystem her und vom Springen und so. Nur, dass man leider keinen süßen kleinen Hollow Knight spielt, sondern den Lord of Edge. Also hier Noctis. Den König der Dunkelheit. Alles sehr edge hier, aber soll mir recht sein. Spaß macht's trotzdem. So. Auftrag abgeschlossen, ein neuer Zyklus. Okay, dann darf ich mich ja jetzt setzen, oder? Und dann darf ich jetzt hier auch skillen. Hier Vorteile. Ich möchte zum Dogman-Magnet. Weil ich glaube, es ist sehr praktisch. Also halt sowas haben, um Geld anzuziehen. Deswegen skillen wir da weiterhin. So, unsere Crits machen jetzt Bonus-Damage von 120% oder machen... Nee. Machen unsere kritischen Schaden jetzt einfach nur 120% oder 120% Bonus-Schaden? Das wäre natürlich interessant zu wissen. Ich schätze mal, sie machen 120%. Da wäre ich fast wieder da reingefallen. Also da nach unten gefallen. Kann ich durch den Boden schlagen? Oh, das ist ja nice! Ah, meine Beine! Alle beiden Beine. So, da komme ich ja immer noch nicht weiter, ne? Weil ich habe ja nur den Dash. Der Dash, der hilft mir ja nicht. Ne. Ich kann mich auch auf der Fackel nicht hochschlagen. Und ich kann auch nicht nach oben dashen. Na gut, dann geht's da halt später weiter. Mal kurz auf der Karte gucken, wie das jetzt hier aussieht, dass ich das auch nicht vergesse. Okay, man sieht das eigentlich relativ gut. Gott, ist die dunkel. Egal. Ich bleib hier mal hängen, weil ich es nicht schaffe, richtig zu springen. Komm her, blauer. Ne, blau. Lila Glob. Kleiner Glob. Oh, Jesus. Okay. Nein. Ich kann mich direkt wieder an den Thron setzen, wenn ich hier wieder hochkommen sollte. Weil sonst verrecke ich nämlich gleich. Vielleicht mache ich das direkt, ja. Ist schon sicherer. Mit meiner Spielweise. So, setz dich mal kurz ran. Skillpunkt haben wir ja nicht. Leider wird unser Heiltank nicht aufgefüllt, aber wir haben ja schon gelernt, dass wir den immer wieder finden können. Meistens bei diesen Globs, wenn man sie jetzt noch umbringen würde. Ich muss öfter meine Kamera bewegen. Da hinten sind riesige Skelette im Hintergrund. Sind hier eigentlich...
Ich meine, wir haben ja Krieg mit dem Königreich des Lichts, ja? Und sind alle Leichen bis jetzt hierher gefallen? Weil, uiuiui. Das sind echt viele. Flucht aus dem Ödland. Ja! Kein Bossfight, ich bin überrascht. Oder kommt jetzt hier ein Bossfight? Ah ne, das sind offensichtlich Gewichte, sodass ich jetzt hier rein kann, oder? Oder beziehungsweise hier raus aus dem Ödland. Sieht immer noch nicht sehr einladend aus. Das ist der Ostweg, Pfad der Seelen. Es ist immer noch nicht. Immer noch nicht so schön, wie es sein könnte. Spinne, spinne, spinne. Ich glaube, ich spinne. Geht's hier irgendwo rein? Ne. Aber ich kann hier rüber. Da hoch komme ich nicht. Oh mein Gott. Hey, hier sieht's ein bisschen schöner aus. Okay. Ich mag auch die Schrittgeräusche sehr gerne. Ist da unten ein Secret? Da ist ein Secret, ne? Aha! Meine Adleraugen! Okay. Vielleicht ist das ja auch der richtige Weg. Grotte, abgeschiedener Ort. Kann ich da rauf? Vielleicht, wenn ich es treffe. Vielleicht kann er... Oh mein Gott! Okay, die spawnen nach einer Zeit. Okay, wir sind drüben. Was war das? Oh mein Gott, ein Geist! Okay. Ich habe leider nichts zum Heilen. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich gleich verrecken. Da komme ich niemals durch. Nee, es gibt keinen Fallschaden, so wie es scheint. Vielleicht, wenn man höher runterfällt. Eine Truhe! Ein Heiltrank vielleicht? Nee, aber eine ganze Menge Geld. Wir haben auch fast Level Up. Aber halt nur fast. So, da muss ich irgendwie lebend durchkommen. Ah, da sitzt jetzt auch mein Glob. Dann meine gesamten XP. Ich hab doch Dash gedrückt. Hat wohl eine kleine interne Cooldown, die man nicht sieht, beziehungsweise nicht weiß, wenn man es, naja, nicht weiß. So. Das ist eigentlich ein ganz cooler Gegner. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass ich in nichts reinlaufen kann, weil mich alles umbringt, wenn ich es berühre. Wie kommt man denn da durch? Okay, so auf jeden Fall schon mal nicht. Ach ja, natürlich. Ich kann ja durchdashen tatsächlich präzise einfach. Wurde mir ja gesagt, dass man Iframes hat. Also man kann nicht betäubt werden. Also das heißt eigentlich, im Prinzip kann man nicht verletzt werden. Wie gesagt, ich darf nichts berühren. Das ist ein wenig ein Problem. Okay. Nee, ich kann nicht durchdashen. Wie kommt man da durch? Ah, so. Einfach höher springen. Oh Gott. Okay, es scheint ein Spiel für mich zu sein, bei dem ich schnell sterben kann. Aber mit der Kraft des Video-Editing sollte ich das eigentlich hinkriegen. Okay. Am besten, wenn ich hier unten durchgehe. Oh, ein Fähigkeitsboot, einfach so. Und das macht die Tür auf. Hey, nice. Nice Handstein. Hat sich doch gelohnt, ein bisschen Zeit dafür aufzuwenden. Oh, das war gemein. Das war ja unfair. Ach, du meine Güte. Okay, wie gesagt, ich bin kein Fan davon, dass ich Schaden kriege, wenn ich Gegner berühre. Aber da werde ich mich einfach dran gewöhnen müssen. Das war mein Fehler. Das war definitiv ein... Oh mein Gott. Ein Ich-Problem. Okay, ich gebe mir jetzt mehr Mühe, Leute. Ich gebe mir jetzt wirklich mehr Mühe. So. Ich spiele jetzt vorsichtiger. Lass Sachen auch mal runterfallen. Hey, wenn wir ein Level-Up haben, dann werden wir geheilt. Wer bist denn du? Lang lebe Chaos. Für einen Moment dachte ich, meine Brille würde mich trügen. Der König der Dunkelheit höchst selbst. Ich bin eurer Gegenwart nicht würdig. Vergebt mir. Ich mag Schmeicheleien, aber übertreiben müsst ihr es auch nicht. Wer seid ihr, alter Mann? Lord Drake der Sechste zu euren Diensten. Archäologe, Historiker, Experte für längst vergessene Zivilisationen und Pfeifenliebhaber. Aha. Ihr ahnt ja nicht, wie sehr ich euch beneide. Ihr habt so viel Zeitalter erlebt. Ihr wart Zeuge von Aufstieg und Fall, so vieler Reiche. Ach, bitte nicht. Ich habe so viele Fragen an euch. Vergesst es, ich bin noch kein wandelndes Geschichtsbuch.
Verzeiht, Eure Hoheit, ich habe mich von meiner Begeisterung mitreißen lassen. Vielleicht könnt ihr mir eine Frage beantworten, die mir auf der Seele brennt. Nun gut, alles für meine Anhänger, aber nur eine. Schlaft ihr mit Solaris? Stimmt es, dass die Machtjuwelen in eure Rüstung eingesetzt werden können? Ja, mein Kyros hat mehrere Sockel, in die Juwelen eingesetzt werden können, die dann meine Macht steigern. Leider verliere ich meine Macht mit jedem neuen Zyklus, was auch Auswirkungen auf meine Rüstung und Waffen hat. Die Rüstung verliert alle Sockel bis auf einen und die Juwelen verschwinden. Wunderbar! Und stimmt es auch, dass ihr so viele Juwelen tragen könnt, wie ihr wollt? Nicht ganz. Ich kann 3 gewöhnliche und ein mächtiges Juwel tragen. Außerdem halte ich 2 Sockel für Juwelen der Dunkelheit frei. Also stimmt es wirklich? Die Schriften, die ich auf meinen Reisen fand, deuteten darauf hin, dass selbst die Macht des Königs der Dunkelheit Grenzen hat. Ich dachte, ihr hattet nur eine Frage. Oh, ich! Ach, entschuldigt bitte, Eure Hoheit. Aber man spricht ja nicht jeden Tag mit einem verfluchten König. Als Zeichen meines Bedauerns verrate ich euch, dass ich nicht nur ein Entdecker, sondern auch ein Meisterkartograf bin. Aha! Ihr seid ein Kartograf. Ich habe Karten aller Gebiete, die ich erkundet habe, zusätzlich zu wertvollen Informationen zu interessanten Orten und Relikten. Ich hebe sogar Alchemie-Zubehör auf. Gerade neulich habe ich eine Gerätschaft gefunden, die das Raumzeitgefüge transformiert. Hiermit kann Dimensionsenergie kondensiert werden, um neue Fiolen herzustellen. Ich kann außerdem interessante Orte in der Gegend aufdecken, in der wir uns befinden. Zum Beispiel Throne. Throne! Natürlich, das ist ein deutsches Wort. Fantastisch, gebt mir alle Informationen, die ihr habt. Fabelhaft, wer hätte gedacht, dass ich mal aus der königlichen Schatztruhe bezahlt werden würde? Moment. Ihr wollt eine Bezahlung von mir? Von mir? Verzeiht das Missverständnis, Eure Hoheit. Aber die Archäologie ist ein sehr teurer Beruf. Ihr Sterblichen seid gierig, deshalb mag ich euch so gerne. Wenn ihr Hilfe benötigen solltet, bin ich stets zu Diensten. Nicht wie dieser Händler im Hungerdorf. Von wem sprecht ihr? Ich war vor kurzem dort und konnte keine Händler finden. Ach, da war dieser Händler, der sein Geschäft nicht für mich öffnen wollte. Man stelle sich das mal vor, da hat man einen Laden in einer so zentralen Lage und ignoriert seine Kunden. Ha! Amateur! Eine letzte Bitte, Eure Hoheit. Nehmt dieses Juwel als Zeichen meiner Bewunderung für euch. Es wäre eine Ehre, wenn ihr es irgendwann einmal nutzt. Öffnet einfach das Juwelenmenü und wählt das Juwel aus, das ich euch gegeben habe. Ein Geschenk. Ein guter König wird niemals ein Geschenk ablehnen. Fahrt fort. Wie kann ich euch helfen, König der Dunkelheit? Regionskarte Atlas des Wissens zeigt die Position aller Geheimnisse in dieser Gegend an, ohne jedoch ihre Eigenschaft zu offenbaren. Cool. Dann hätten wir hier auf der Karte den Nebel über dem Gebiet gelichtet, in dem du dich befindest. Ah, also kann man da tatsächlich die Karte ordentlich lesen. Das ist sehr gut, das hole ich mir. Das 500 Dogmen macht. Klar, Alter. Bitte sehr, Eure Hoheit. Ich hoffe, eure Reise wird damit ein wenig angenehmer. Seid denn einem der Gegenstände interessiert? Muss ich erst gucken. Rote Markierung. Ah, es ist wie in Hollow Knight. Es ist scheinbar sehr stark inspiriert von Hollow Knight. Da musste man nämlich auch die Kartenmarkierungen erstmal kaufen. Ich will die tatsächlich alle kaufen. Das 500 Dogmen macht, ja. Ich kaufe die alle 3. Dann kann ich nämlich direkt Markierungen setzen für mein zukünftiges Ich, weil ich spiele das ja nicht alles am Stück. Ich schätze mal, das Spiel dauert locker 20 bis 30 Stunden. Und deswegen kann ich mir das niemals alles merken. Ich kaufe mir auch noch, wenn ich schon gerade da bin, einen Heiltrank. Wahrscheinlich droppt jetzt der erstbeste Gegner den Heiltrank. Ach, guck mal, jetzt kann man das auch lesen und erkennen. So, hier ist aus irgendeinem Grund schwarz, da ist irgendwas rot. So, hier drin waren wir. Ups. Ich würde gerne eine Markierung setzen und zwar hätte ich gerne, ich weiß nicht, blau. Kann ich es auch wieder wegmachen? Ja. So, hierhin, dass ich es besser sehe. Und ansonsten hatten wir, glaube ich, kein Geheimnis gesehen. Das ist der Chronist hier nach links, hätte ich nochmal gehen können. Muss ich mal nochmal markieren. So. Okay, das hilft uns auch schon mal ein bisschen weiter. Wir können jetzt noch nach links gehen. Ich schätze, hier ist ein kleines Secret. Aber von dem Händler habe ich auch nichts gesehen, ne? Wahrscheinlich war der noch nicht da. Ich sehe jetzt erst da. Vielleicht finden wir den auch noch. Vielleicht ist der auf der linken Seite, wo wir gerade die Markierung gesetzt haben. Ah! Oh Gott. Also ich darf trotzdem nicht reinrennen in die Gegner. Dann weiß ich nicht genau, wofür der Dodge sein soll. Ach, jetzt sind wir wieder hier oben. Okay. Ah, hallo. Ein Herzfragment. Fehlt also nur noch eines. Und dann sind wir bereit für einen neuen Herzteil. Oder einen neuen Lebenspunkt, wie er es genannt hat. Oh mein Gott, ich bin zu doof zum Springen.
Oh God! Don't do it! Hey, na, erstmal einen Heiltrank trinken. Ehrlich gesagt, dachte ich, es würde mehr Heiltränke geben. Warum ist eine Truhe? Die haben eine gute Chance, Heiltränke zu droppen, weil die halt einfach zu dritt sind. Und nicht schwer. Ich glaube, ich muss den Sprungangriff, also den hier, dunk, 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 den muss ich wahrscheinlich üben, weil ich schätze, der wird noch relevant werden für Double Run und für Bosse. Ich weiß noch, als ich damals Hollow Knight mit meinen Kumpels gespielt habe und mir die alle gesagt haben, ja, ja, du kannst mit dem Stacheln, mit dem Angriff nach unten, kannst auf die Stacheln springen. Und ich so, klar kann man das. Und hab denen nicht geglaubt. Aber ich wusste nicht, dass die recht haben. Dachte, die verarschen mich. Ich dachte, die wollten mich umbringen. So. Kann ich die Fledermaus anlocken? Ja. Gut. Die Spinne springt jetzt in den Tod. Die Spinne springt jetzt auch in den Tod. Und da ist ein Schlüssel. Ein Händlerschlüssel, aha. Hier ist ein Portal. Ah, ne, ist ein Thron. Okay. Setze ich mich da mal kurz ran. Und dann können wir mal schnell skillen. Dann müssten wir nämlich auch in der Lage sein, die Dogmen-Magnete zu benutzen. Oder zu lernen. So, jetzt ist die Frage, wo will ich weiter hin? Königliche Gier. Erhöht die Menge von Dogmen, die besiegte Gegner fallen lassen. Erhöht die Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer. Erhöht die Menge an Dogmen, die Gegner fallen lassen. Ich denke, ich möchte erstmal mehr... Ach, das kostet 2 Punkte. Ah. Ist ja gut, dass ich 2 aufgespart habe. Ich denke, ich will danach die königliche Gier haben. Und dann gehe ich, glaube ich, in Richtung kritischen Treffer. Chance... Reichweite, Skilltree, wie auch immer. Ich denke, das könnte schlau sein. Schwache Legierung, die Wahrscheinlichkeit auf einen kritischen Treffer um 5%. Cool. Ist besser als nichts. Und passt ja auch genau zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ich will Crit. Und ich glaube, darf ich direkt nochmal hinsetzen. Weil ich denke, Crit ist wie in jedem anderen Spiel absolut broken und busted. Weil Crit skaliert einfach so unglaublich gut, wegen multiplikativem Schaden. Und es ist ein Traum. Spring in den Tod! Was für Idioten. Okay, ich ziehe es jetzt also nicht komplett an. Aber zumindest ein wenig. Oh, ist ganz okay. Oh Gott. Da war kein Platz. Ich hatte keinen Platz zum Ausweichen. Das war gemein. Soll uns aber nicht zu sehr belasten. Wir gehen jetzt trotzdem weiter. Ah, mein lieber Kartograf. Du bist so toll. Die sind einfach wundervoll. Oh boy. Okay. Oh, das ist sehr praktisch, die anzuziehen. Da gab es ja in Hollow Knight auch ein extra Juwel für. Ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Ich nenne sie mal Juwel. Und ich bin auch sehr froh, dass ich das dann damals geskillt hatte. Oder ausgewählt hatte, weil es war einfach so angenehm, nicht mehr über alle Items drüber laufen zu müssen. Über alle... Wie hießen die? Taler? Ich glaube, die hießen Taler auch. Oh, Lor. Das Ödlen ist nicht das Ende. Wer sich als würdig erweist, wird mit einer zweiten Chance gesegnet. Aber nur wenige haben die Schrecken hinter diesen Mauern überstanden und sind ins Leben zurückgekehrt. Zählt das auch für normale Menschen? Weil ich glaube, normale Menschen sind einfach tot. Weil es geht ja darum, dass wir verflucht sind und unsterblich. Hier kann ich nicht rein. Schade, das hätte sich angeboten. Mit dem Maul vom Monster. Und wer ist denn eigentlich das für riesige Dudes da hinten? Die machen mir echt Sorgen und ich fürchte fast, ich muss die irgendwann battlen. Werden wir bestimmt noch rausfinden. Hm. Zeig mal, ich muss ab und zu was trinken. Oh, noch ein Lorstein. Der Verschlinger wartet geduldig in seinem Turm auf tapfere Seelen, an denen er sich laben und die er in eine Welt ewigen Schreckens verdammen kann. Versagen ist keine Option. Dem stimme ich zu. Das sieht ganz schön... Ist das ein riesiger Zyklopenschädel? Das ist ja cool. Ich frage mich, ob wir auch noch einen Fernkampfangriff kriegen werden. Oh mein Gott. Da muss ich hin. Das könnte ein Stück dauern. So, ich muss so viel cheesen wie möglich, weil ich kenne mich. Ich werde nämlich sonst einfach die ganze Zeit runterfallen. Beziehungsweise Schaden kriegen und dann sterben und das wäre alles schlecht. Wir stehen noch nicht genau... Ach doch, die schwarzen Bobbel sind doch die XP. Ach, ich dachte, die blauen Bobbel sind die XP. Ach, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht sind die blauen Bobbel tatsächlich die XP. Und die schwarzen Bobbel sind für irgendwas anderes später wichtig. Also ihr seht schon diese schwarzen Partikel, die auf uns zufliegen. Ihr wisst schon, was ich meine.
Oh Gott, ich dachte, ich fall runter. Ah, jetzt fall ich runter. So, bam. Oh, den habe ich runtergeschmissen. Ah! Haha, gib mir mein Geld. Schweinebacke. Haha, hahaha, Idiot! Okay. Naja, dann keine XP von dem. Hauptsache, ich falle nicht runter, das ist viel wichtiger. Damn it! Hauptsache, ich falle nicht runter, das ist viel wichtiger! Und dann fiel er runter. Okay. Hep, hep, hep. Ich kann die Spinne wenigstens noch umbringen. Wenn ich sie treffe. Ich komme nicht ran. Oh, jetzt komme ich ran. Wenn sie schon auf meinen Kopf springt. Oh Gott. Wie in Australien. Diese gigantischen Riesenspinnen. Nicht cool. Echt nicht cool. So. Flapsi, komm her. Dankeschön, Flapsi. Danke, dass du mir deine Seele gegeben hast. Oh, ich weiß jetzt schon, das wird ein sehr, sehr gutes Spiel. Er sieht auch ein bisschen aus wie Alucard, ne? So mit dem Style der Rüstung. Ich bräuchte nur längere Haare. Durch die Frisur sieht er ein bisschen aus wie der Main-Character aus Persona 4. Auch wenn ich nicht glaube, dass das intended war. Halt, nein, dran. Aber er sieht halt ein bisschen so aus. Bisschen wie der Sohn zwischen Persona 4 Main-Character und Alucard. Die Ostmauer. Wir sind in Berlin. Hä? Okay, die verschwinden nicht. Hier ist ein Leichenhaufen oder sowas. Zählt meine Map hier auch noch? Ja. Etage 6. Okay. Hä? Ich schätze, ich will die Lila-Dinger nicht berühren. Da ist ein Gerippe. Ih, das sind Augen. What the fuck? Sind das... Oh, das habe ich nicht gesehen. Sind das Seelen, die da sich manifestieren? Und dann hängen bleiben. Oh Gott. Das war nicht schlau. Oh, oh, oh. Was haben wir denn hier? Kommt man daran? Ja. Definitiv. Cool. Found Secret. Oh, ein Heiltrank. Gott sei Dank, ey. Da immer ein Heiltrank drin, weil das wäre ganz cool. Oh shit. Oh shit. Der hat mich gelesen wie ein offenes Buch. Hey, nice. Hier ist ein Checkpoint, den nehme ich auf jeden Fall mit. So wie ich immer auf die Schnauze kriege. Wobei, wir wurden gerade vollgehalten, weil wir Level-Up hatten. Das ist sehr angenehm. Und da liegt noch ein Heiltrank, das heißt, ich kann jetzt nochmal auf die Schnauze kriegen. Was ich wahrscheinlich auch tun werde. Oh, der schießt natürlich was. Okay, der ist nicht so krass, wie ich dachte. Aber... Ah, oh, der Heiltrank ist despawned. Schade. An Guillotine, schön. Da komme ich noch nicht hoch. Da kommen wir wahrscheinlich später erst hoch. Ninja! Nicht Ninja, ein Samurai. Hält aber auch nicht so viel aus. Ah, das fährt dann auf die Seite. Okay. Das ist interessant. Nein, ich wollte gerade sagen, das ist doch bestimmt getimt. Wie ungeschickt kann man sein? Was ist das? Ah, ein Teil vom Spiegel. Wieso nimmt das nicht mit? Wieso braucht das manchmal so lang? Keine Ahnung. Da rechts geht's nicht durch. Ich schätze, das wird ein Shortcut später sein. Vielleicht, möglicherweise. Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier nicht auf die Dinger fallen will. Oh, Jesus! Okay, okay, die sind trotzdem da. Ich dachte, die sind dann, wenn sie durchsichtig werden, nicht mehr da. Das macht einen Shortcut auf. Ich wusste es. Ich glaube, dann gehe ich aber noch mal kurz hoch und gehe an den Checkpoint ran. Und die Gegner wieder, wenn man den Raum verlässt? Nein. Also sehr Dark Souls mäßig, also so mehr Souls-like Metroidvania. Also exakt, was ich mag. Weil ich liebe zwar Metroidvanias, aber ich liebe halt auch Souls-likes, beziehungsweise Soulsborne-Games insgesamt. Und deswegen, finde ich das sehr geil, wenn die zwei Genres miteinander kombiniert werden, eben weil sie so gut kombiniert werden können. Die ergeben einfach super gute Games, wenn man es richtig macht. Oh, hier wäre das Checkpoint gewesen. Wofür brauche ich dann den... Ich bin nach rechts gedasht. Wofür brauche ich dann den... Oh! Henna! Ich werde sterben. Ich lebe. Heiltrank erhalten. Gott sei Dank.
Ich habe Angst vor jedem Gegner jetzt. Komm, Glopschi. Gib mir einen Heiltrank. Dammit. Ich gehe rechts lang. Weil mir mein Urin sagt, dass ich hier etwas finden werde, was ich haben möchte. Nämlich einen Heiltrank. Genau, den meinte ich. Zwinke. Ich gehe mal fest davon aus, dass wir später die Möglichkeit haben werden. Ah! Oh mein Gott, das hat getroffen. Mehrere Heiltränke dabei zu haben. Kann ich da durchschlagen? Nee. Also könnte ich schon, aber dafür ist meine Waffe zu kurz. Aha! Ein Heiltrank. Nice. Okay, unten ist nichts Gefährliches. Da links ist eine Truhe. Hätte ich da schon rankommen können? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht doch, hätte ich. Aber da komme ich sicher auch so noch ran. Ah, die ist nach oben gesprungen, natürlich. Ich dachte, ich schlag die auch ein bisschen nach unten, wenn sie hüpft. Nee, das darf ich nicht machen. Das darf ich nicht machen, das ist mein Tod. Oh mein Gott, das ist mein Tod. Ich finde den Effekt von den Augen cool. Insgesamt finde ich das gesamte Game bis jetzt sehr gut designt. Auch wenn ich mir durchaus vorstellen kann, dass der Artstyle von den Zwischensequenzen nicht was für jedermann ist. Aber so ist es halt, wenn es handgezeichnet ist, ne? Das ist trotzdem sau viel Arbeit und es sieht halt, es sieht schon geil aus, ne? Kann man... Wie komme ich denn da ran? Da komme ich noch gar nicht ran, ne? Da komme ich noch nicht ran. Das heißt, ich mache mir jetzt hier direkt eine Markierung hin. Und da ich ja so viele Markierungen habe, kann ich jetzt nur noch den grünen hinsetzen. Ich dachte, man kann vier setzen. Ach, man kann bis zu vier setzen, wenn man bis zu vier gekauft hat. Aber er hatte nur die drei, die wir gekauft haben. Mal abgesehen davon, dass wir eh nicht genug Geld gehabt hätten. Naja. Königliche Gier. Ich brauche mehr Geld. Und danach skillen wir die andere königliche Gier. Ich will, wie gesagt, so viel Geld wie möglich haben. Weil wenn wir das ganz am Anfang skillen, dann sollten wir eigentlich niemals Geldprobleme haben. Da steht nur Gegner, oder? Möchte die Menge an Dogmen die besiegte Gegner fallen lassen. Ja. Außerdem sind ja Dogmen scheinbar auch die die XP. Also die hellblauen Dinger. Ha! Erst theoretisch müssten die jetzt mehr Geld und mehr XP geben. Oder sind die blauen Dinger auch einfach Geld? Ah, ich habe keine Ahnung. Kein Heiltrank? Willst du mich rollern? Doch, bei Roller. Okay. Das sieht so cool aus hier. Gott. Ich verlieb mich gerade ein bisschen in das Game. Wo muss ich hin? Ach, da oben links. Ah. Platforming. Meine Stärke. Ah, es reicht nicht. Ah, ich muss dann nach unten. Ah, okay. Nicht so leicht, wie es aussieht. Aha. Nein. Ah, dammit. Häpp. Okay, das Platforming-Part ist schon mal knifflig. Aber vielleicht liegt das einfach nur daran, dass ich nicht gut im Plattformen bin. Pick of this. Oh, Jesus. Viel zu weit. Die Plattformen sind aber auch so klein. Und ich bin kurzsichtig. Oh, das ergibt alles keinen Sinn. Ich finde es übrigens auch schön, dass die Entwickler gesagt haben, die Controls sind sehr crisp und dass jeder Fehltritt bei Kämpfen und bei Platforming die Schuld der Spieler ist. Das heißt, jeder Tod ist Schuld der Spieler, weil das Spiel niemals unfair oder unbalanced ist. Und bis jetzt muss ich sagen, sie haben absolut recht. Wie gesagt, ich finde es nicht gut, dass man Schaden kriegt, wenn man in den Gegner reinläuft. Aber ich finde es frech von ihnen und das finde ich sehr sympathisch. Oh nein. Ja. Ah, ich könnte zwei Schläge machen, wenn ich treffen würde. Geht doch. Okay, da sind riesige Klingen. Über die muss ich einfach wegspringen. Dann kann ich den Knubbel hier erschlagen. Sehr gut. Hier ist noch eine Truhe. Das macht Spaß. Erkunden macht Spaß. Ich bin sehr positiv. Was heißt überrascht? Ich habe gehofft, dass das Spiel gut wird. Jetzt habe ich natürlich zwei verschiedene Wege. Ich gehe mal hier runter. Muss mir dann einfach nur merken, dass da hinten noch ein Weg ist. Und ich sehe gerade,
Meine Güte, wir haben die Zeit schon erreicht. Jesus Christ. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bisher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Eterna Noctis. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago. Ich sage noch einmal vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn es euch wirklich gefallen hat, dann klickt auf den Liken und den Abonnieren-Button. Das hilft mir mit meinem Kanal weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.